auf mit der coolsten Rennstrecke, die es überhaupt gibt. Hier ist ja auch diese besondere Kurve, die sich Rouge nennt, die wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie ein bisschen was vom Motorsport weiß. Und ich stehe hier gerade im Formel 3 Paddock und zwar im Vordermann-Vorzelt. Und ja, wir befinden uns hier gerade hinter der Kulisse eigentlich. Hier werden die Reifen vorbereitet. Dann sind da unten die Sachen zum Reifen aufpumpen, ein paar Werkzeugkisten. Und ja, ich habe hier am Wochenende mein zweites Rennen-Action, meine zweite Veranstaltung. Und die ist im Rahmen von 24-Stunden-Rennen. Ich bin ja in Belgien und ich glaube, es war noch nie so heiß hier. Wir hatten vorher einfach 54 Grad Streckentemperatur und ich glaube, es hat 36 Grad oder sowas und es ist so schwül und jeder versucht nur irgendwo einen Ventilator zu finden oder eine Klimaanlage und ja, jeder schwitzt, aber es ist Sommer und es ist schön und heiß. Also das ist unser Fahrerzimmer sozusagen. Hier sind, ist die Seite von meinen Fahrteam-Kollegen. Helme. Dann hat jeder so hier seinen eigenen Schrank. Hier ist meiner. Ist jetzt nicht super ordentlich, aber da sind Visiere, Anziehsachen, Tapes, Autogrammkarten, alles drin. Und dann habe ich hier meine eigene Seite. Mit meinem Helm, Pants, und das ist so ein Kühlungsgerät, mit so einem Wärmegerät. Wenn man schwitzt, dann macht man wieder kalt und alles mögliche. Tasche. Dann ist da ein Massagestuhl, der wird dann hier aufgebaut. Hier ist unsere Klimaanlage, nachdem es gestern so heiß war. Oder die letzten Tage. Ist es immer ganz schön, wenn man hier dann alles auf 60 Grad runterkühlen kann. Dann ist hier mein Anzug. Meine Unterwäsche. T-Shirts, Hose, Socken. Und ja, Bänke, wenn man hier rausgeht, kommt man wieder zu den Autos. Wenn man hier vom Fahrerzimmer die Tür öffnet, kommt man in so einer kleinen Werkstatt. Hier sind die ganzen Radios aufgebaut, beziehungsweise hängen hier. Relativ viele. Damit man mit dem Team kommunizieren kann und man selber auch. Und hier werden ein paar Sachen vorbereitet und umgebaut und abgewogen. Hier zieht sich auch die Mechaniker dann um, weil die müssen ja auch Anzüge haben, dann der Pit-Lane.